Hallo ihr Lieben, ich melde mich mit dem Wochenrückblick. Und zwar geht es heute um meine Bücherwoche, Kalenderwoche 21. Und ich habe in der Zeit drei Bücher gelesen und ein Hörbuch gehört. Beinahe wären es zwei Hörbücher geworden, aber das andere beende ich heute, denke ich nochmal. Das kommt dann nächste Woche. Ich hatte ein absolutes Highlight dabei und einen absoluten Flop. Und ich fange aber mal mit dem Highlight an. Und zwar geht es um Kranichland von Anja Baumreier. Da habe ich auch eine Rezension schon zugedreht. Die findet ihr natürlich in meiner Infobox. Da verlinke ich euch die. Und wurde mir freundlicherweise vom Wunderlich Verlag zur Verfügung gestellt. Ich wurde angeschrieben, ob ich das Buch lesen möchte. Und da ich gerade erst anfange, so mit dieser Thematik, war ich am Hin und Her überlegen. Und jetzt bin ich wirklich froh, zugestimmt zu haben, denn diese Geschichte hat mich absolut begeistern können. Es ging hier um die Grünschwestern. Die wachsen im Ostberlin der 60er Jahre heran. Und zwar geht es um Charlotte und um Marlene. Und als erstes lernt man aber in der Kriegszeit den Vater Johannes kennen, wie er die Mutter von den beiden kennenlernt. Und ja, das zieht sich eigentlich anfangs von, ich glaube, was war das, von Jahr 36 immer weiter und zwischendurch immer zurück, dann vor der Wende, nach der Wende und jetzt in der Gegenwart. Und also das ist eigentlich so eine Familiendrama, kann man fast sagen, was sich aufgrund der Mauer und dann des Mauerfalls zugetragen hat. Und hier geht es halt darum, dass Johannes direkt nach dem Krieg durch seinen Freund Mitarbeiter der Staatssicherheit wird. Und ja, und Charlotte, die ältere der beiden Töchter, interessiert sich auch für Staatssicherheit später und Marlene ist so ein ganz anderer Typ. Sie tut sich zusammen mit dem Pfarrerssohn und die beiden sind völlig gegen die DDR. Und als Marlene dann damit droht, das Land verlassen zu wollen, macht Johannes, also ihr Vater, ja, etwas, was nicht gut war, insgesamt auch nicht für die Familie. Und es war wirklich absolut, also es war, ich kann das immer noch gar nicht in Worte fassen. Es war von der ersten Minute an oder von der ersten Seite an bis zum Schluss wirklich super. Und für mich das beste Buch, was sich mit der früheren DDR so befasst, so als Familiengeschichte. Ich hatte vorher schon mal so Liebesgeschichten gelesen, aber dieses war wirklich eine ganz, ganz tolle Familiengeschichte, die sich aber um die Wende, ach, nicht um die Wende, um die DDR dreht. Und für mich war das auch sehr interessant zu lesen, denn ich bin ein absolutes Westkind. Ich war noch nicht mal jetzt, ja doch, einmal kurz in Boltenhagen. Aber ansonsten kenne ich Ostdeutschland auch gar nicht und hatte da auch nie einen Bezug zu, weil ich auch keine Verwandten dort hatte. Und deswegen war es für mich wirklich sehr interessant, das zu lesen. Auch Sachen, die ich noch gar nicht wusste. Und dann waren da manchmal auch Getränke. Da konnte ich gar nichts mit anfangen. Und ich bin ja in so einer Bücher-WhatsApp-Gruppe und dann habe ich mich da erstmal schlau gemacht. Da wurde mir dann auch geholfen. Und ja, eine absolute Leseempfehlung. Schaut euch die Rezension an. Ich rede hier schon wieder viel zu viel über das Buch. Natürlich 5 Sterne. Das ergibt sich, glaube ich, von selbst. Dann habe ich ein Buch gelesen, die Reihe liebe ich. Auch wenn man da gespaltener Meinung ist, denn es ist keine hochwertige Literatur, sage ich jetzt mal. Es geht auch sehr viel um Erotik in dieser Reihe. Und zwar von Ceresia Glass, Sugar and Spice, der dritte Teil, Entfesselte Begierde. Den ersten Teil fand ich schon toll, der zweite Teil war ein absolutes 5-Sterne-Buch für mich.
Und dieser Teil war von den Charakteren auch toll, bloß die paar Konstellationen, die hat mich in den Erotikszenen ein bisschen an meine Grenzen gebracht. Aber insgesamt auch wieder ein ganz tolles Buch bei der Autorin, man fliegt durch die Geschichte. Also wenn man, sag ich jetzt mal, einen Flop hatte oder ein Buch, was sich etwas schwer lesen ließ, wenn man dann danach dieses liest, klappt super. Ist im Knauer Verlag für 12,99 € erschienen und hat von mir trotz der mich nicht so ansprechenden Erotikszenen 4,5 Sterne bekommen. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf den vierten und letzten Teil. Hier geht es insgesamt um vier Freundinnen. Zwei davon haben das Café oder das Bistro namens Sugar in Space. Und zwar Nadja, das ist die Protagonistin aus dem ersten Band. Und Chioban, das ist die aus dem zweiten Band. Hier ging es dann um Ordi, die Freundin der beiden. Und ja, sie hat eigentlich das Thema Liebe für sich aufgegeben und sucht eigentlich nur noch so One-Night-Stands und lebt sich da auch sehr aus und ist dann sogar in so einem Club, wo es dann um Sub und so geht. Ich denke, das ist geht schon dann so in SM-Richtung. Und ja, dann will sie halt mit Nolan sozusagen eine Beziehung nicht, aber eine Verbindung eingehen, die sich halt nur um das Sexuelle dreht. Und auf der anderen Seite tritt José wieder in ihr Leben. Er war der Krankenhausfahrer vor einem Jahr, als ihr was Schreckliches passiert ist. Ja, und sie trifft die beiden so nebeneinander her und irgendwann meint, sagt sie sich, ja, ich muss den beiden schon sagen, dass ich noch nebenbei was laufen habe. Ja, und was dann passiert, ist sehr überraschend und vielleicht auch nicht so, dass jeder das gut finden würde. Für mich war es in der, mit der Geschichte in Ordnung. Ich konnte es nachvollziehen. Aber wie gesagt, die Erotik war da nicht ganz so mein Fall, obwohl sie auch sehr ansprechend beschrieben wurde. Also es war jetzt nicht so, dass ich das gar nicht lesen konnte. Das auf keinen Fall. Also ich kann dennoch eine klare Leseempfehlung geben. Dieser Teil ist halt etwas spezieller als die anderen Teile, aber dennoch ganz toll. Und verlinke ich euch auch die Rezension in der Infobox. Dann habe ich gehört, von Marie Matisek, Sonnensegeln, ist im Knauer Verlag für 9,99 € erschienen. Ich habe ja im letzten Monat oder vorletzten Monat Ein Sommer wie Limoneneis gelesen von der Autorin und war ja total begeistert. Und jetzt habe ich gedacht, weil ich dies noch auf dem Sub hatte, höre ich das mal eben. Und hier ging es um Marita. Sie hat das Gefühl, es muss sich ein bisschen was in ihrem Leben ändern. Ihre Tochter geht auf Weltreise und so steht sie jetzt eigentlich alleine da und ja, bewirbt sich einfach mal eigentlich spaßeshalber auf eine Betreuungsstelle, die sich in Frankreich befinden würde und bekommt sie wieder erwarten auch. Und als sie dort ankommt, kommt sie auf das Gut der Lafleurs und in der Nähe der Parfumstadt Krass hieß das. Und der schwerkranke Unternehmer, den sie betreuen soll, entpuppt sich ja als nicht ganz so nett und auch der Sohn ist irgendwie komisch. Und sie gewöhnt sich aber langsam ein, auch mit Hilfe der Haushälterin Chigul. Das ist jetzt natürlich echt praktisch, wenn man das Buch gehört hat, dann weiß man auch, wie die Namen ausgesprochen werden. Ségolène und François, der ihr so Avancen macht. Und dies war mehr so locker leichte Lektüre, also nichts Tiefgreifendes, aber hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Man hat den Flair von Frankreich so ein bisschen mitgekriegt. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Ja, oh, und dann kam leider mein Flop.
Ja, ich mag es gar nicht in die Kamera halten. Ich weiß, es gibt viele Fans der Autorin. Ich habe auch schon einige Bücher von ihr gelesen. Einige fand ich super, einige nicht so. Ich hatte schon mit dem letzten Buch, Fremdes Leben der Autorin, so meine Probleme. Hatte aber gedacht, diese Geschichte würde mich mehr begeistern können. Das war leider nicht so. Ich spreche von Petra Hammesfahr, Als Luca verschwand, ist als Hardcover im Diana Verlag erschienen. Und ja, ich kann dem Buch leider nur gut gemeinte 3 Sterne geben. Ich kam mit dem Schreibstil gar nicht klar. Also es war sehr zäh zu lesen, von Anfang an eigentlich, obwohl ja am Anfang schon was passiert ist. Die junge Melanie ist in einem Drogeriemarkt, lässt den Kinderwagen vor dem Drogeriemarkt stehen und als sie wiederkommt, ist ihr Baby weg. Es wurde eine merkwürdige Frau beobachtet, die sich vor dem Schaufenster die ganze Zeit rumgetrieben hat und auch Lollis in den Kinderwagen reingelegt hat. Ja, die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Sie können einfach nicht einschätzen, ist das Kind wirklich entführt worden oder hatte sie das Kind gar nicht dabei? Und es war irgendwie ganz abstrus und auch das Ende, das war dann irgendwo für mich von Anfang an klar gewesen. Natürlich nicht, welches Motiv dahinter steckte, aber ja, ich denke, das war es erstmal mit mir und Frau Hammesfahr. Ich hätte auch gerne zum Hörbuch gegriffen. Ich habe das oft, wenn ich bei Büchern lesetechnisch nicht so gut klarkomme, dass es bei Hörbüchern ganz anders klappt. Das war bei Fiona Bator damals, die Witwe. Fand ich lesetechnisch gar nicht gut und dann habe ich es gehört und dann war es fast ein 5-Sterne-Buch geworden. Also ein 4,5 dann insgesamt. Aber es gibt es leider nicht als Hörbuch. Daher habe ich mich nun mal durchgequält. Es war sehr langatmig, ich hatte ja auch über 500 Seiten und ja, konnte mich selbst mit dem Ende dann nicht harmonischer stimmen. Also 3 Sterne für dieses Buch. Das war's. Jetzt geht es darum, wieder mehr zu lesen. Dann möchte ich euch auch noch eben berichten, dass ich hin und her gerissen war wegen dieser DSVGO. Ich habe meinen Blog dann vorerst auf privat gestellt. Wollte dann jetzt eigentlich nur noch YouTube-Rezensionen machen, habe jetzt aber ganz liebe Hilfe bekommen und oder bekomme sie auch gerade noch. Deswegen sage ich da jetzt auch noch nicht mehr zu. Und also es wird wahrscheinlich doch noch wieder einen neuen Blog geben. Mal sehen, wie ich das dann zeittechnisch hinbekomme. Aber da werde ich euch dann noch auf dem Laufenden halten. Ja, bald kommt auch die Verlosung, wie gesagt. Das muss noch ein paar Tage warten. Und ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten Tage vielleicht noch den Venturi drehe für den Juni. Ich mag das gar nicht aussprechen. Das kann doch nicht sein, oder? Dass wir schon Juni dann haben. Ich habe das Gefühl immer noch, wir sind irgendwie im Februar oder so. Also Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Und ja, Neuzugänge kann ich ja auch bald drehen. Heute ist der, ich glaube, der 28. Oder ist heute der 27? Ich weiß es jetzt echt nicht. Auf jeden Fall ist Montag. Und Ende der Woche ist ja dann der 1. Juni. Und dann kann ich auf jeden Fall die Neuzugänge drehen. Ich freue mich, dass es diesen Monat nicht so viele sind. Denn ich möchte jetzt endlich mal die ganzen Rezensionsexemplare abarbeiten. Und dann auch mal ein bisschen zu meinem eigenen Sub kommen. Und ja, das war's von mir. Wenn ihr mal mehr über meinen Sub erfahren wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich ja wie immer sowieso gerne oder sowieso über eure Kommentare so. Und das war's von mir. Genug gesabbelt. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!